Denn für ein Ding? Drauftreten! Naja, so halbwegs. Was? Oh! Na, lecker. Komische, lebendige Tentakel sind das. Oh, ein Wunder. Ich höre mal wieder flüstern. So, welches Deck müssen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich glaube zwei. Warte mal. Wir haben ja das Level 3 Suit-Dingsens gefunden. Ich glaube, auf Level 2 gab es einen Store. Das wäre natürlich super. Und außerdem können wir dann unsere Schematik-Dinger da loswerden. Achso, ja klar. Brücke. Jawoll! Na du? Na du, kleine Streichvieh? Ja, hier, den hier. Ich renne einfach mal, guck mal, was hier der richtige Weg ist. Bench. Ach du Scheiße, ich bin in der Falle. Ja. Boah, hört das auch nochmal auf? Credits. Save Punkt. Nee, Quatsch. Hä? Ist das ein Fahrstuhl? Nee, Quatsch. Ich weiß nicht, wo wir lang sind. Daran. Ja. Ist richtig. Tram Station. War hier nicht ein Store? Jawohl, hier ist ein Store. Ich glaub's nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also. Das Wichtigste zuerst. Level 3 Suit. 20.000. Die investiere ich gerne. So, ein weiteres Upgrade unseres Armors. So, wie sehen wir jetzt aus? Naja. So viel hat sich jetzt nicht geändert. Geht klar. Wird uns ein bisschen helfen. So. Jetzt kommen wir zu den nächsten Sachen. Contact Beam. Wieso kann ich das denn... Hä? Doof. Wieso kann ich das nicht kaufen? Was ich gerade freigeschaltet. Short Range Kinetic Booster Device. Scheiß da drauf. Contact Beam, Heavy Damage Energy Projector. Weapon Slots up for. Och, du ach du Scheiße. Ah, ja gut, gut. Dann weiß ich, was wir machen. Schätze ich mal. Ich weiß zwar nicht, wo wir es genau machen. Plasma Cutter. Weg damit. Ja, ich bin sicher. Und die Pulse Riffle. Die ist richtig scheiße. Ich glaube nicht, dass wir die noch brauchen. So, hab ich davon noch. Na, Line Gun behalten wir auf jeden Fall. Und Ripper ist sowieso klar. Ruby Dingsons können wir verkaufen. 10.000. Nicht schlecht. Sieht übrigens aus wie eine Grafikkarte ohne Lüfter. Finde ich. So, so ein bisschen jedenfalls. Gut, das behalten wir alle. Luft, ja, man weiß nicht. Ach, ich gehe auf Nummer. Ich gehe auf Nummer unsicher. Oh Gott. Schlechtere Sprüche, ey. Naja, das wäre es soweit. Ich denke mal, ihr Short Range Kinetic Dingsens, das brauchen wir nicht wirklich. Jedenfalls noch nicht. Ich weiß es ja nicht. Contact Beam allerdings klingt sehr, sehr nett. Von daher dürfen wir das mal gelten. Ja. Frames soll ich nicht nehmen. Ja, alles klar. Plasma Energy. Ist das, womit die Dingsens laufen? Plasma Cutter? Nein, Gun. Okay, wisst ihr was? Wir finden eh Munition für das Ding. Ein bisschen dürfte auch schon drin sein. So. Wollen wir nochmal gucken?
Obwohl, nee, wir warten, bis der nächste Feind kommt. Was meistens nicht lange dauert. Ihr das Ding hat Titten. Au, und das Ding kann kosten. Und hinter mir ist auch eins. Warum schießt du nicht? Au, okay, scheiß Waffe. Waffe braucht viel zu lange. Ja. Au. Aus. Böse. Gib mir Ripper Blades. Okay, diese Waffe braucht lange zum Aufladen, wie wir gerade gesehen haben. Ich wette, sie macht sehr viel Schaden, aber braucht lange zum Aufladen. So, Nee, das. Warte, ich wollte hier das hier benutzen. Okay, jetzt haben wir richtig viel Platz wieder. Schön, schön. So. Okay, das war gerade ein kleiner Fail, würde ich sagen. Was soll das? Ich habe gerade die alternative Waffenfunktion ausprobiert. Ich schätze mal, das ist so eine Art ja, Mini-Erdbeben. Wenn Feinde um einen herumstehen, dass die dann davon weggepustet werden oder ich weiß es nicht. So, nächstes Level, wie es aussieht. Ach du Scheiße. Obliterator, Obelent, fertig. Nicole. Haben wir bis jetzt. Und jetzt. Lethal Diversion? Hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Nicole. Ach, keine Ahnung. Ihr könnt euch das ja aufschreiben. Mich interessiert das eh nicht. Was dafür, welche Wörter da rauskommen oder was auch immer. Okay, so. Wer will was? Wer will von meiner neuen Superwaffe was? Müssen die mich mal so erschrecken? I can smell the contaminated air from here. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it, but it's not going to buy us much time. We have to get that thing off the ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. Ja, ist klar, da ist ein Store, aber brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich. Hoffe ich. So. Kann ja nicht lange dauern, bis der nächste Gegner uns wieder entgegenspringt. Endlich mal diese Waffe ausprobieren. Oh. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Mann. Nein, deine Mutter ist blind. So, das habe ich gerade für eine Person gehalten. Looks like someone has reprogrammed the door locks on his deck. And recently too. I guess we're not alone here after all. Tja, ist mir aber bewusst, ich gehe trotzdem rein. Was? Wo? Da! Wollen wir mal gucken hier! Okay. Scheint sehr viel Schaden gemacht zu haben, auch wenn es jetzt nicht so. Naja. Wechseln wir lieber erstmal zu den Waffen, wo wir wissen, dass sie geil sind. Ja, ja. Ich nehme einfach mal alles mit und ich renne hier einfach mal durch. Ja, Tentakeln, ja. Interessiert mich aber nicht. Was ist das hier? Stasis, oh cool. Weiter geht's. Ganz locker. Was haben wir hier? Eine Bank. Scheiß auf Bank, scheiß auf Aufrüsten. Habe ich nicht nötig. Was ist das hier? So. Klar, einmal drauf treten und Körperteil fliegen ab. Sehr logisch. Naja. Was haben wir hier? Kleines Story. Okay, ich denke, wir werden gleich mal wieder die Leingang nehmen. Wir finden nämlich ziemlich viele Leindings. Ja. Das Ding spinnt ein bisschen. Ich hoffe, dass uns das jetzt nicht zerquetschen wird. Haha, wisst wohl nicht, wie man eine Tür aufmacht. Tja, Pech für euch. Was ist das denn? Den hier! Oh oh. Ich glaube, die Dinger können einem ganz schön. Wow! Was zur Hölle?
denn? Du, au! Okay. Böse! Au! Ich hoffe, wir sind jetzt nicht... Nein, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Oder da, wo wir das letzte Mal gespeichert haben. Nee, Quatsch, dann wird doch nicht. Boah, gut. Okay.